etwas länger. Also ich weiß ja nicht, was andere Spieler von Jägern halten, aber ich selber halt von Jägern eigentlich gar nichts. Oh, ich sehe gerade, da hat er nur Raketenfestung drauf, dann kann ich den ja angreifen. Eine feindliche Flotte wurde gesichtet. Eine feindliche Flotte wurde von ihren Streitkräften überwältigt. Sie haben einen Planeten besetzt. So. Na, da oben hat er auch nichts. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Komm her. Raketenturm 2. Eine feindliche Flotte wurde gesichtet. Na, der wird doch jetzt nicht meinen Planeten da wieder erobern. Boah, das ist immer ein Ungefliege hier. Ah, wie viele Kreuzer habe ich? 6 Stück. Sie haben einen Planeten besetzt. Das mache ich mal lieber nicht. So viel MG-Feste, wie da drauf sind. Da sind auch schon 3 drauf. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Ah, Megapanzer. Jetzt bin ich erstmal bei Planung, ob die Kettenpanzer... Nee. Raketenturm 2 können die nicht haben. Ein Planet wurde in ihr Imperium aufgenommen. Sie haben ein neues Gebäude gefunden. Eine feindliche Flotte wurde von ihren Streitkräften überwältigt. Na, komm doch her. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Oh, gleich erobern. Sie haben einen Planeten besetzt. Den kann ich auch erobern. Na, dann greife ich erstmal den an, bevor er da eine 2. MG-Festung baut. So, mit ein bisschen Micro habe ich jetzt den Panzer nicht verloren. Sie haben einen Planeten besetzt. So. Die Antari-Flotte, die wird ganz schön gefährlich. Oh. Ich grüße Sie, Imperator. Ich bin Jorhax, Anführer der Bruderschaft der Tränen. Ich grüße Sie. Was kann ich für Sie tun? Ich
Ich nehme an, Sie haben von unserer Organisation gehört. Und Sie kennen unsere Ziele. Sie wissen, dass wir die vier Trains, die verlorenen Informationslust haben. Ja, ich kenne die Legende. Angeblich enthalten sie das Geheimnis der Unsterblichkeit, richtig? Die Kristalle sind keine Legende im Kader. Unsere Leute haben bereits eine der vier Tränen gefunden. Sie besitzen eine der Kristalle? Ja, den unwiderlegbaren Beweis, dass die Geschichte der Tränen wahr ist. Der Klave unserer Anhänger ist ein Beweis, bewiesene Tatsache. Bald werden alle an uns glauben, die Prophezeiung des ewigen Lebens, die tief in den Kristallen verborgen ist. Das ist wirklich eine Nachricht von entscheidender Bedeutung, aber warum können Sie damit zu mir? Oh, Skype hat sich geöffnet. Ah, das ist jetzt störend. So, jetzt ist es wieder weg. So, zu mir, wir müssen die restlichen drei Tränen finden, aber die Bruderschaft hat nicht die Ressourcen, die sie haben. Ich kann verstehen, dass sie von sich vor den Veränderungen fürchten, die Kristalle herbeiführen würden, aber sie sollten das alles hier Geschenke an die Menschheit betrachten. Außerdem, wenn sie sich von dieser Warnung drücken, wer weiß, wie die Bevölkerung reagieren würde, wenn sie erführe, dass ihr Imperator ihnen das Geheimnis des ewigen Lebens vorenthält. Glauben sie etwa, sie können mich erpressen? Noch habe ich keinen echten Beweis für die Existenz der Kristalle gesehen. So, wie ich sehe, echter Beweis für die Existenz der Kristalle. Eine über eine Entscheidung treffen, das spricht für sie. Wir haben ihnen den Kristall ausleihen. Was ist mit mir los? Warte mal, erstmal kurz hier. Damit sie davon überzeugen, wird er bei der Suche nach der anderen Tränen mit sich sein. Aber denken Sie daran, die Tränen selbst gehören der Bruderschaft. Die darin enthaltenen Geheimnisse werden wir frei um das Volk verteilen und damit eine neue Aufbruch der Menschheit erbringen. Okay, Yorks, mir bleibt wohl nicht viel anderes übrig. Ich schicke ihren Kristall zur Analyse. Wenn sich bewahrheitet, dass er eine der Tränen ist, dann werde ich die Suche nach den restlichen anordnen. Ich halte sie auf dem Laufenden. Okay. Sie haben einen Planeten besetzt. Ich glaube, die Krahen, die sind gerade richtig am Arsch, ey. Die werden dann wohl meine Hauptgegner werden. Wenn das so weitergeht. Oh geil. Heute gegen einen Zerstörer. Was? Was ist denn das für eine Waffe, womit Einschuss den Kreuzer von mir killt? Mega krass. Das ist ja mega bescheuert. Wie weit sind meine Panzerforschung? Die Entwicklung ist abgeschlossen. Boah, die Antari machen sich aber ganz schön breit, ey. Ah, jetzt kommt das Intro wegen den Tränen, aber schade, dass es nicht gesehen wird. Unsere Wissenschaftler haben ihre Analyse des Tränenkristalls abgeschlossen. Er ist tatsächlich eine Art Datenspeicher. Allerdings haben wir bis auf das Heat-File die Verschlüsselung nicht knacken können. Im Heat-File steht, dass er geheime Daten über die Modifizierung der menschlichen DNS enthält. Außerdem gibt es eine Identifikationsnummer, die zu einer der vier heiligen Zahlen passt, die in der Lehre der Bruderschaft enthalten sind. Könnte das ein Schwindel sein? Wie alt ist der Kristall? Laut Radiokarbon-Datierung wurde er von etwa 900 Jahren hergestellt. Also hatte die Bruderschaft doch recht. Was ist mit den anderen? Können wir die drei anderen Kristalle finden? Wir glauben ja, jetzt da wir eine Radio...